Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir sind jetzt 100.000 Werkzeugfans. Und was werden wir heute machen? Zusammen mit euch werden wir einen neuen Feiertag kreieren. Sehr viele von euch werden heute zu Wort kommen, aber lass uns doch einfach mal anfangen. Ja, nochmal hallo an alle da draußen, beziehungsweise hallo jetzt an 100.000 Abonnenten unseres YouTube-Kanals, beziehungsweise über 2 Millionen von euch, die jeden Monat diese Videos gucken. Finde ich wirklich erstaunlich, wirklich Wahnsinn, was wir geschafft haben, jetzt hier in den letzten knapp 2,5 Jahren. Ich blende hier an der Seite nochmal ganz kurz das allererste Video ein. Da habe ich noch aus der Hand gefilmt, da hatte ich noch keine Kamerafrau und da war noch so einiges anders. Und dann ging es auch damals relativ schleppend erst voran. Wir haben ein Jahr uns ausprobiert und als wir dann 2019 angefangen haben, das noch mit viel mehr Effekt zu machen und auch seit 2019 mit den Freitagsverlosungen, wo ich immer noch richtig Lust drauf habe und mich immer wieder darüber freue, von euch die Bilder zu bekommen, wenn ihr endlich euer Werkzeug zu haben. Das freut mich und da ging es dann nochmal so richtig voran. Und so haben wir es geschafft, in den letzten 12 Monaten über 60.000 Abonnenten dazu zu bekommen. Und wir sind jetzt eine wirklich große Familie. Vor kurzem hat jemand den Vergleich gemacht, bei Rock am Ring oder bei Wacken sind wir unter 100.000, für so um die 80.000, 90.000 nur. Und was heißt nur? Ja, das ist auch schon eine beeindruckende Zahl, aber wir haben das jetzt noch übertroffen. Und so haben wir übrigens auch vor etwas über einem Jahr auf Facebook eine Gruppe aufgemacht, die Gruppe Echte Werkzeugfans, auf die ich persönlich wirklich stolz bin, beziehungsweise nicht ich bin stolz, sondern ich bin auf euch stolz. Wir haben da über 28.000 Werkzeugfans inzwischen in der Gruppe, die sich jeden Tag austauschen, die sich jeden Tag helfen bei Kaufentscheidungen, bei Projekten, bei Projektvorstellungen, bei Werkzeugwerkstattvorstellungen, die wirklich mit Rat und Tat sich gegenseitig zur Seite stellen und die unwahrscheinlich diszipliniert sind und die jetzt da einfach mal keinen Scheiß erzählen, ja? Und deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Die 100.000 Abonnenten haben wir dieses Jahr genau an Herrentag, am 13.05. Und deswegen haben wir gedacht, was kann man denn da jetzt so machen? Wir haben gedacht, wir machen es einfach so, wir kreieren hiermit mit euch zusammen einen eigenen Feiertag. Und zwar, wir feiern uns und wir feiern unser Werkzeug vor allem. Einfach ein Feiertag für echte Werkzeugfans. Und hierbei geht es nicht um GoTo, sondern um die echten Werkzeugfans da draußen, um diese große Community. Und genau deswegen haben wir euch gebeten, uns euer Lieblingswerkzeug zu zeigen und zu sagen, warum seid ihr ein echter Werkzeugfan? Und dann lassen wir doch jetzt mal euch zu Wort und zu Bild kommen. Hallo, ich bin der Florian. Das ist meine Bosch GTS 10 XC. Meine absolute Traumlieblingssäge, so geil. We'll be right back.
vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und ihr kennt uns, natürlich gab es auch etwas zu gewinnen. Und zwar bekommen 20 von denjenigen, dessen Material wir heute benutzt haben, einen 30-Euro-Gutschein. Ihr müsst euch übrigens nicht melden, ihr werdet direkt kontaktiert. Wir als GoTools feiern natürlich auch mit euch zusammen die 100.000 und den Werkzeug-Fan-Tag. Und dazu gibt es natürlich auch passende Aktionen im Shop. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und den blende ich dir hier nochmal ein. Jetzt sind wir eigentlich schon etwas spät dran, oder? Denn der 13.05. ist ja der echte Werkzeug-Fan-Feiertag. Wir feiern jetzt alle nochmal gemeinsam so ein bisschen hinterher, hier mit ein bisschen Konfetti und Werkzeug, aber nächstes Jahr werden wir diesen Feiertag am 13.05. gemeinsam feiern. Wir haben schon ein paar Ideen, aber auch eure Ideen würden uns sehr interessieren. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Schreibt einfach Hashtag Feiertag und dahinter eure Idee, wie wir gemeinsam den Tag feiern wollen. Es gibt noch eine Sache, über die wir vielleicht sprechen sollten, aber die ich noch nicht so richtig sprechen kann. Aber die Konturen verdeutlichen sich langsam und das Ganze wird immer greifbarer. Denn ich habe im Dezember schon etwas angekündigt, und zwar, dass ich für euch an etwas arbeite, dass sich hier einiges ändert und dass es alles irgendwie anders wird. Ja, und da arbeiten wir so gut dran, dass wir hier schon die erste mal grobe Idee hier darstellen. Aber nee, ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn eine Sache, da bin ich mir extrem sicher, das wird euch erstens wegblasen, das wird euch die Hose ausziehen und zweitens werdet ihr wahrscheinlich das Grinsen nicht mehr aus dem Werkzeug rauskriegen. Insofern seid gespannt, es wird nicht mehr so lange dauern. Insofern ist jetzt genau der richtige Moment, falls du noch kein Abo hast, drück auf den Abo-Button, mach die Glocke an, verfolge uns auf allen unseren Social-Media-Kanälen, denn eine Sache kann ich dir wirklich garantieren, die nächste Zeit wird richtig spannend.